Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Stereo Trader Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen bei FX Flat. Natürlich an der Stelle mit Dirk Hilger. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Wie immer schauen wir uns den Risikohinweis an. Dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Bitte nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen und Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Okay, so Dirk, heute starten wir mit der Version 2.5. Ich bin sehr gespannt und natürlich auch wünsche ich viel Erfolg und viel Spaß. Ja, unglaublich, aber wahr. Wir haben es tatsächlich geschafft, nach einem halben Jahr, ja, doch die Version noch irgendwann rauszubringen. Aber ist ja nicht so schlimm, wenn es ein bisschen gedauert hat. Im Endeffekt ist ja nur wichtig, dass das Ding endlich mal da ist. So, an der Stelle dann hallo und herzlich willkommen auch hier von meiner Seite zum Webinar. Ich bin etwas übermerkt, so, ich bin noch nicht so ganz da. Es dauert noch einen Moment. Aber das liegt wahrscheinlich irgendwie auch daran, weil ich natürlich erstmal heilfroh bin, dass die Sache da gestern halt über die Bühne gegangen ist. Das ist natürlich für Außenstehende vielleicht ein bisschen schwer nachvollziehbar, das ist mir klar. Aber wenn man natürlich so lange auf etwas hinarbeitet und dann ist natürlich die Anspannung groß und hofft dann natürlich, dass alles funktioniert. Aber es ist halt soweit alles reibungslos. Und was aber sicherlich jeder kennt, ist, wenn mal halt irgendwie so eine Last dann auch mal abfällt. Und dann schläft man plötzlich ganz lange. Und so ungefähr ist es mir auch heute gegangen. Und nee, aber wie gesagt, das ist halt so ein bisschen der einzige Hintergrund. Das heißt, ich bin eigentlich jetzt erstmal hier soweit tiefenentspannt, was das halt alles angeht, muss mich aber jetzt halt auch hier erstmal auf den Markt ein bisschen genauer hier noch einschießen. Das heißt, ich habe ja gestern Abend auch in meinem Blog, habe ich ja auch nicht allzu viel dazu gesagt, wobei man muss aber auch das sagen, also es gibt ja auch nicht so irre viel zum DAX zu sagen, außer dass der halt irgendwie auf der Stelle tritt. Ich mache mir mal hier eben die Fragen an, damit ich da halt auch was sehen kann. Und gleich mal gucken auch, ob da halt irgendwas drin steht. So, ich mache mir mal den Stundenchart erstmal auf. Also, Linien gibt es bei mir hier viel zu viele. Das ist das, was mir momentan natürlich auch überhaupt nicht gefällt, weil ich bin ja eigentlich eher ein Freund davon, halt, wenn es halt ein bisschen aufgeräumter ist, wenn nicht irgendwie alle 20 Punkte irgendwo eine neue Linie kommt, weil das hilft mir nicht. Klar, haben wir dann dort immer, oder es gibt ja nicht irgendwie, oder es gibt fast kaum eine Linie, wo wir nicht irgendeine Reaktion haben. Die Frage ist halt dann nur, was bringt mir das? Ne? Also halt letzten Endes brauche ich ja einen Trigger dahingehend, wo ich sage, okay, wenn wir da einen Stundenschluss drüber haben, dann dies oder das oder Tagesschluss oder wie auch immer. Und das ist momentan hier sehr, sehr schwer halt rauszufinden. Was man ja halt hier unten sieht, ich meine, das hier sind alles Stundenkerzen. Ja, das ist natürlich total irre. Also, weil das ist irgendwie, geht los letzte Woche hier irgendwann und er tritt ja hier nur auf der Stelle. So zwischen der 12.200 und 12.300, mal ganz grob. Und das heißt, wir waren hier einfach nur die ganze Zeit seitwärts. Und das Problem ist aber halt, wir sind es hier oben auch immer noch. Ja, auch wenn wir jetzt hier aus der Zone da halt raus sind. Ich muss jetzt mal gucken, die 329, das ist bei mir im Block, ist es wohl die 324. Aber da sieht man ja halt auch klar, wir haben halt hier irgendwie Reaktionen mehrfach gehabt. Und klar, jetzt wäre natürlich der übliche Ansatz halt mal zu sagen, okay, wenn wir einen Rücklauf dahin kriegen auf die, ich mache mal die 324 draus. Jetzt geht das schon wieder los hier mit dem Doppelklick, aber da gibt es ja eine Lösung. So, das heißt, wenn ich das hier mal auf die Schlusskurse setze und dann habe ich hier erstmal potenziell die nächste Range hier an der Stelle. Das heißt, wir haben halt hier einen Widerstand gehabt, sind da jetzt erstmal drüber ausgebrochen, auch im Stundenschluss. Haben noch keinen Backtest und potenziell haben wir hier die nächste Seitwärtsrange. Angefangen von hier oben, also 410. Ich denke mal, die wird zumindest jeder kennen, der hier schon ein paar Mal dabei war oder halt eben den Blog liest, muss ich nicht mehr viel zu sagen. Man sieht halt nur, das ist halt eine hart umkämpfte Marke halt gewesen. Also sowohl von der einen Seite als auch von der anderen Seite, weil da halt eben immer viel Umsatz war, einfach schon jahrelang. Ist das halt immer eine Stelle im Chart,
die halt funktioniert hat, also in puncto Volumen. So, was man damit anfängt, steht natürlich auf dem anderen Blatt, auch klar. So, und das heißt, wir haben, wenn man das mal ein bisschen außer Acht lässt, dann haben wir hier oben, sieht man ja, die letzten Supports versucht sich oben zu halten, drunter weggebrochen. Das heißt, das wäre jetzt mal die erste Anlaufstelle. Also ab dem Bereich hier, wo die Peaks sind, die 394 bis hoch zu 410, dort sollte relativ klar Widerstand sein. Und hier ab der 324, 323, dort sollte wiederum Support sein. Also das wird hier einfach durchfallen, glaube ich jetzt erstmal nicht. Würde mich zumindest wundern. Aber dass wir einfach da drüber steigen, halt genauso. Und wo wir jetzt halt einfach sind, ist genau im Mittelfeld. Also das sehe ich halt erstmal, wenn ich jetzt heute den Tag einschätzen müsste, wäre das auf jeden Fall mal halt so der erste Punkt, wo ich. Hoppla, bin ich hier auf den Knopf drauf gekommen, wo ich dann halt sagen würde, da könnte sich tatsächlich der Rest vom Tag auch abspielen. Ja, das ist natürlich nicht viel. Nochmal wieder irgendwie eine kleine Range von hier irgendwie 70, 80 Punkten. Wäre aber möglich, weil alles andere, dass wir jetzt da oben drüber rausbrechen oder eben drunter fallen, kann passieren, aber vermutlich nicht so ohne weiteres. Und wenn ich das mal ein bisschen kleiner macht hier das ganze Bild, dann sieht man natürlich auch relativ deutlich, dass wir. Gehe mal auf H4, vielleicht erkennt man es da ein bisschen besser. Wir kommen hier einfach ja, in mehreren Abwärtswellen halt runter. Und was man dabei eben auch sieht, insofern ist das ganz okay oder nachvollziehbar, was der DAX hier macht. Wir haben hier unten sehr markantes Zwischentief im H4 und das wurde auch gestern, beziehungsweise halt die letzten Tage, ja auch nicht verletzt. Das heißt, wir haben hier kein tieferes Tief. Entsprechend hier Reaktion nach oben und natürlich wird jetzt nochmal dann auf der Oberseite und dann halt versucht. Und das heißt, auch umgekehrt, ja, die Chance, dass wir jetzt hier zur Eröffnung von der 360 einfach runterfallen, die ist für meine Begriffe fast gleich null. Also selbst wenn er das macht, da oben, da laufen wir ganz sicher nochmal hin. Und deswegen ist es für mich halt auch so ein bisschen Mittelfeld. Das heißt, wir haben hier einfach, wie immer, muss man ja leider sagen, oder hier ganz besonders zwei Möglichkeiten. Nämlich einmal können wir die Geschichte hier verfolgen, ja, dass wir halt hier aufwärts und dann halt kein tieferes Tief, wenn man das mal ganz grob mal zeichnet. Ich mache das mal ein bisschen dicker hier, damit man es ein bisschen besser erkennen kann. Hoppla. So mal ganz grob. Und die hier auch. Und zeichne ich einfach nochmal neu. Ja, das war jetzt nicht der Plan. Jetzt muss ich gleich mal gucken, wo die war. Die kriegen wir schon wieder hin. Wenn man sich das hier halt mal nimmt, als grober Trend hier, dann kommen wir natürlich von unten und haben hier keine, ja, jetzt mal ganz grob, ja, höhere Hochs und keine tieferen Tiefs. Das heißt, wir haben natürlich einfach die Möglichkeit hier, dass wir im H4 halt weiterlaufen und dann wirklich da oben rausgehen, wäre denkbar. Und wenn man, aber das ist natürlich der H4. Das heißt, da sind wir irgendwo dann bei nächster Woche oder übernächster Woche sogar. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Und die laufen hier halt tatsächlich gegeneinander, weil wir haben natürlich auf der einen anderen Seite dann eben im Stundenchart, wie ich gerade schon erwähnt habe, kommen wir natürlich hier relativ sauber. Das zeigt natürlich diese Linie jetzt nicht, aber wir kommen halt relativ sauber mit fallenden Tiefs hier runter. Und das läuft halt natürlich genau gegeneinander. Und deswegen haben wir halt hier auch das Problem, dass wir halt, oder vermutlich die Situation, dass wir halt hier seitwärts erstmal halt stranden werden. Und beziehungsweise so ergeben sich für meine Begriffe eben auch Seitwärtsphasen, dass man nämlich eben dann halt in zwei Timeframes dann gegeneinander läuft. Wir haben einen Abwärtstrend hier, einen ganz klaren im H1, aber eben auch so einen klaren eben im H4 oder halt auch im Tageschart. Und deswegen, das hier ist auf jeden Fall Mittelfeld und animiert mich jetzt hier überhaupt nicht, irgendeine Entscheidung zu treffen oder halt auch einen Trade da halt einzugehen. Deswegen warten wir jetzt mal ein bisschen ab, was da halt die Stunde bzw. die Eröffnung dann halt von sich gibt. Ich gehe auch mal auf den Tageschart und gucken wir uns das da auch mal an. Und hier sieht man es ja halt auch noch mal eine Runde deutlicher, ne? Also das heißt hier auch,
aufsteigende Hochs und Tiefs. Ja, ganz klar. Und hier natürlich, das ist ein markanter Punkt, die 200, und kann eben halt auch in zwei Richtungen. Wenn wir den Tageschart hier fortsetzen, dann laufen wir nach oben raus. Wenn aber halt hier natürlich der kurzfristige Trend fortgesetzt wird im Stundenchart und wir hier nochmal da unten unter die 12.200, genau ist es aber eben halt die 160, da halt laufen, dann ist die Chance sehr groß, dass wir auch hier unten nochmal die 12.000 anlaufen. Klar, weil wenn das natürlich nicht hält, der nächste relevante Punkt oder markante Punkt, sagen wir es mal so, wäre natürlich dann halt hier unten der letzte Support bei 12.000. Und das sind eben die beiden Möglichkeiten, die wir halt hier halt haben. Und da muss man sich natürlich jetzt auch so ein bisschen entscheiden, was macht man draus? Verfolge ich halt hier die große Bewegung im Tageschart, versuche weiter nach oben zu kommen, oder versuche ich halt die Stunde halt zu erwischen und nach unten zu kommen. Ja, es ist natürlich aber dann das Problem, was sich hierbei ergibt, ist, man weiß jetzt erstmal überhaupt nicht, wer die Hosen jetzt hier anhaben wird. Und da bleibt halt leider echt nichts anderes übrig, als sich hier jetzt erstmal anzugucken, wie das Ganze sich anbahnt. Also das wäre zumindest mal halt hier meine Herangehensweise, auch wenn dann im Endeffekt vielleicht kein Trade dabei herauskommt, das kann sein. Aber vielmehr kann ich dem hier nicht wirklich abgewinnen. Das ist so ein bisschen das Problem. Das Einzige, was man natürlich machen könnte oder generell, was man machen könnte, ist, wäre natürlich hier mit der strategischen Order dann halt dagegen halten. Und das hätte ich aber gerne ein bisschen besser vorbereitet gehabt. Oh, ich habe hier gar nicht die aktuelle Version, sehe ich gerade. Das ist natürlich schlecht. Vielleicht hätte ich auch mal selber irgendwie ein Update machen sollen. Und sonst hätte man das hier nämlich einfach visuell dann auch einzeichnen können und dann halt mit einem Cluster-Trading da halt eben agieren. Grundsätzlich ist es dann aber eben so, ab entsprechend 390 spätestens kommen wir hier in den Widerstandsbereich rein. Ich zeichne sie hier auch mal ein. 94 war das hier, ne? Genau, also ab dort. Ich gucke nochmal ganz genau. Das hier mache ich gerade mal noch weg. So, hier ein bisschen Ordnung halten. So, 94,5 ist es hier. Also, wie gesagt, die letzten Peaks. Wenn wir da jetzt hinlaufen, da kann man es, glaube ich, mal dann schon versuchen, weil da halt mal eine Runde dagegen zu halten. So, 94,5. Und wenn er hier vorher zuckt, dann eben auch manuell. So. Ich gehe hier ein bisschen höher, wird den hier eher skalieren. Also hier erstmal mit einer Teilposition ist natürlich schon gewagt, jetzt hier direkt mit dem ersten Impuls da dagegen zu halten. Point of Control wäre da unten, so wie es aussieht. Gehe mal auf den 5-Minuten-Chart. Muss aber Reaktion kommen, ansonsten dann halt hier raus. Also das heißt, wenn wir jetzt hier bisschen Druck nach unten bekommen sollten, dann wäre die nächste Anlaufstelle nochmal die Eröffnung. Weil dort auch jetzt bis jetzt erstmal der Point of Control an der Stelle erstmal ist. So, aber die erste 5-Minuten-Kerze ist noch nicht mal durch. Wie gesagt, da muss man im Zweifelsfalle schnell reagieren, weil es kann natürlich jetzt auch sein, dass nochmal ein Nachschub kommt und er erstmal da oben durch geht. Wäre möglich, weil das wäre natürlich, das hier ist halt der Peak, ne? Ich habe ihn ja vorhin irgendwie gezeigt, auch hier im Stundenchart. Da darf der natürlich auch mal kurz reinstechen, das ist schon okay. Er sollte nur nicht unbedingt jetzt in einem Rutsch bis zu 410 laufen. Kann aber passieren. Deswegen bleibe ich da erstmal drunter. So, mal gucken, wie die 5-Minuten-Kerze hier reagiert. Um 8 Uhr war es vorhin auch so, ist erstmal hoch. Und dann gab es nochmal kurz was auf dem Deckel.
Weil was natürlich genauso fehlt auf der Unterseite ist, ich habe es ja gerade gezeigt, ist halt hier die 3, 2, 3. Weil es halt einfach der letzte Widerstand war, der halt eben, wo es noch keinen Rücklauf gab. Aber wie gesagt, was mich jetzt so ein bisschen stört, ist halt hier, dass er da zu früh an der Stelle dran bremsen will gerade. Und deswegen muss man das ein bisschen genauer im Auge behalten. Das hier sind noch alte Linien. Ich schätze mal, die sind aus dem letzten Webinar, die 387 und die 380. Klar, das ist natürlich, das ist, was ich vorhin meinte, das ist halt das Problem, dass halt hier einfach wirklich alle paar Punkte dann halt jetzt irgendwas kommt. Und natürlich wird da auch gehandelt, aber eben was ableiten, großartig kann man daraus jetzt nicht wirklich. Ne? So, ich werde den jetzt mal absichern. Ich traue dem Braten nicht. Nicht, dass wir hier noch direkt einen hinterherkriegen, bevor die 5-Minuten-Kerze fertig wird. Ich gehe mal auf den Minutenchart. Mal gucken, ob wir jetzt die Eröffnung hier nochmal kriegen. Ich kann ja auch einfach mal den TA reinmachen. Also TA Trail heißt Tick Average Trail hier mit einem Abstand von 8. Das ist natürlich Quatsch, das ist zu viel. Ein Abstand von 2. Das heißt, sobald er jetzt hierher kommen würde, da ist auch bis jetzt das 8 Uhr hoch von vorhin und natürlich auch das Value Area High. Weil ich habe ja hier das Value Mapping an, das heißt, ich habe ja hier drunter den Future eben liegen, deswegen sehe ich das halt hier auch natürlich ein bisschen genauer, hier unten auch dann der echte Point of Control, aber wie gesagt, 9:05 Uhr, es sollte jetzt dafür nicht unbedingt nochmal da oben hin gleich, aber dann gehen wir halt hier mit ein paar wenigen Punkten, ja, okay, im Plus erstmal raus, hätte man natürlich jetzt auch besser machen können, 370 auf 80, also rund fast 10 Punkte jetzt verschenkt. Aber Reaktion war erstmal da. Und ich würde den dann hier oben direkt auch nochmal machen. Ja, aber so kann man das tatsächlich eben auch oft machen, dass halt, wenn man sieht, dass halt irgendwie, dass er halt einfach ins Stocken gerät, ja, dass halt irgendwie nichts mehr nachkommt. Und ist das oft schon ein gutes Indiz dafür, dass halt entsprechend erstmal auch ein bisschen runter gehandelt wird. Beziehungsweise erstmal noch ein bisschen Druck hinterherkommt. So, ich bin jetzt hier im 5. Nur ich mache mal den X-Frame hier drauf. Damit ich zumindest mal die 5-Minuten-Kerze da auch noch im Hintergrund habe. So, jetzt hier kein neues Hoch. Könnte man natürlich jetzt auch noch mal, Moment, jetzt mal hier einen Stop für den Rücklauf hin. Also man sieht hier deutlich, ne, ist auf der Value Area aufgesetzt und versucht sich jetzt darüber zu halten. Hat jetzt hier kein neues Hoch gemacht. Aber passiert auch nicht viel. Erstmal wieder weg. So, hat es jemand gemacht? Hat jemand die 10 Punkte mitgenommen oder 12 oder wie wir es an der Stelle waren? Ich soll es ja natürlich nicht nachmachen, aber ich glaube, die Idee war ja nicht so schlecht an der Stelle und das hat ja bestimmt auch der ein oder andere gesehen. Wir warten auf 394,5, schreibt er jetzt. Okay. Ja, wenn natürlich am schönsten, ne? Wenn es hier einmal einen ordentlichen Spike da oben durch. Da hätte ich natürlich auch nichts gegen. Und dann hat man natürlich den saubereren Entry. Und die 410, das wäre halt eher so tatsächlich das Maximum. Kann aber natürlich passieren, ja. Also am liebsten wäre man natürlich jetzt tatsächlich so ein Spike, also einmal richtig hoch an die, hoppla,
Ja, machen wir weg. So, da sind wir schon drin. Der Markt ist heute schneller irgendwie, als mein Kaffee wirkt. Habe ich hier den Eindruck. So, das heißt, ich muss jetzt hier ein bisschen Platz machen, weil ich plane sie ja natürlich ein, die 410 im schlimmsten Fall. Und dann müssen wir natürlich ein bisschen Luft machen da oben. So, und die 400 ist natürlich ganz schlecht. Runde Marken bin ich überhaupt kein Fan davon. Ja, das ja. Also zumindest mal halt, was ich vorhin ja gesagt habe, dass der da runterfällt und ist das wahr, glaube ich nicht dran. Das hier oben sehen wir ganz sicher. Das hat sich ja schon mal bewahrheitet. Das könnte man natürlich sagen, hätte es ja long gehen können, ja. Ich weiß. Hätte Fahrradkette. Ist halt natürlich immer ein schöner Trading-Ansatz. Nicht. Natürlich hier schon recht massiv an der Stelle seit der Eröffnung jetzt tatsächlich 50 Punkte nach oben. So, dann werden wir jetzt mal rausfinden. Auch wenn ich jetzt hier rausfliege, ist erstmal egal. Das kann aber passieren, dass ich mir die dann entsprechend sofort wieder schnappe. Aber ich will halt sehen, wenn sie denn kommt, die 410, ich habe es hier bei 409,5. Wie denn damit umgegangen wird. Deswegen allzu viel, wo sind wir hier? 414, 5 Punkte gebe ich mal drüber. Mehr braucht es da meines Erachtens nicht. Kann natürlich jetzt wieder eine von den Trades werden, die dann halt um 1 Minute vor 11 aufgehen. Das hatten wir ja schon ganz oft. Das ist ja schon fast die Regel. Aber ich versuche trotzdem halt hier irgendwo Bewegungen dann natürlich dann auch mitzukriegen, die jetzt nicht unbedingt so viel Aktionismus halt erfordern, sondern wo man dann halt irgendwie auch noch heute Nachmittag auf den Knopf drücken kann und die Position auflösen kann. Das ist tatsächlich ja schon sehr oft gelungen. Ist natürlich für ein Webinar, in dem man dann halt erwartet, dass halt hier 20 Punkte live direkt mitgenommen werden, natürlich halt nicht so förderlich, erfreulich oder wie auch immer. Eigentlich ist es ja nicht, sondern ich mache ja nichts anderes, als hier den Markt aus meiner Sicht zu erklären. Und man weiß ja, ich bin ja da halt im Stundentrigger und Stundenchart unterwegs. Da kann es halt einfach mal ein paar Stunden dauern, bis es halt aufgeht. Ja. Und mir geht es ja nur darum zu zeigen, wie man das, also was ich halt dann so von mir gebe und wie ich so einen Markt eben einschätze, wie ich das dann entsprechend halt auch handle. Und eben nicht nur, um da in der Theorie zu bleiben, sondern entsprechend ja auch in die Praxis da halt auch dazu zu packen. Weil nur Theorie hilft ja auch im Endeffekt keinem weiter. Damit kann man nachher schön erklären, warum, was, wie war. Und das ja auch alles so wahnsinnig furchtbar logisch gewesen ist. Aber damit verdient man ja auch kein Geld beim Handel. So, jetzt hängt er natürlich hier genau an der runden 400 erstmal rum. Deswegen mag ich die nicht, ja, weil er hat irgendwie schon zu oft gesehen, dass die halt einfach mal viel zu weit überlaufen werden oder halt eben kurz vorher dreht. Und ich weiß, da gibt es den einen oder anderen, der da einen Ansatz hat. Ich hatte tatsächlich auch mal vor Jahren, hatte ich auch mal eine Strategie, die auf 100er Marken halt beruht. Ich habe die aber nicht weiter verfolgt. Ich hatte das damals mal in einen Handelsroboter mal eingebaut und das hing aber irgendwie zusammen mit einem tatsächlich mit einem Moving Average. Wenn der halt so und so viele Punkte über einer 100er Marke lag, dann konnte man die 100er Marke von unten shorten und long irgendwie genauso. Wenn er halt drunter lag und von oben kam, konnte man da long gehen. Also irgendwie so war das. Aber wie gesagt, ich habe es halt nicht weiter verfolgt. Da ist aber tatsächlich was bei rausgekommen. Nur musste man da aber auch halt ein paar Punkte Stop einplanen. Und das war eben da halt nicht getan mit irgendwie S11 und 10, weil das ist ja eigentlich der Klassiker. So 10 Punkte Stop. Und
Das fliegt dann entsprechend auch oft. Klinge ich müde oder geht es? Eigentlich bin ich das gar nicht. Ich sitze wirklich hier, habe die Füße hochgelegt und ihr verschränke gerade die Hände hinterm Kopf. Also, und betrachte ganz entspannt hier den Markt. Und sitze nicht völlig aufgeregt an der Maus und warte, bis ich da drauf drücken kann. Also, das ist wirklich nicht so. Wir sollten wirklich mal einführen, Nelson, ne? So, irgendwann machen wir das mal mit Webcam und so weiter. Oh, warte, ich schreib mir das Das gilt auf. aber dann auch für dich, ne? Das weißt Dann schreibe ich mir das doch nicht auf. Das heißt, du bist dann der Erste, den wir morgen sehen, ne? Aber du bist ja dann auch wacher. Du hast ja dann schon die Strecke Köln bis Düsseldorf hinter dir Habe ich mich und schon aufgeregt, ne? beziehungsweise Ratingen und hast ja dann schon einiges an Adrenalin Das im stimmt Blut. allerdings. Das heißt, du sitzt dann wahrscheinlich eher mit einem hochroten Kopf oder zumindest mal wach. Ja, können wir mal machen. Kein Problem. Ja, das müssen wir nur mal technisch alles mal ausprobieren. Nelson sieht immer gut aus. Ja, das stimmt, ne? Schreibt hier der Lutz. Ja, Nelson ist schon hübscher. Ja, du bist hellwach. Ja, ich kann ja auch mal was Nettes sagen zu dir. Ist doch auch in Ordnung. Weiß Mach ich dir zu einfach schätzen. ein Kreuz im Kalender und freue dich drüber. So, den Dow, den habe ich auch. Auf der anderen Seite, da habe ich die 238 im Chart, aber gut, ich habe ihn jetzt hier nicht auf, von daher nutze ich es jetzt nicht so viel. Aber der kann von 238 auf 175, das heißt, der könnte das auch gerade parallel begleiten, wenn er denn Lust hat. So, ein bisschen Reaktion haben wir jetzt ja. 9:15 Uhr. Aber halt nicht wirklich viel. Ne? Nicht so wahnsinnig viel. Gucken, ob das reicht, um einmal halt nochmal ein paar Punkte runterzukommen oder halt eben gar bis zur Eröffnung. Ich meine natürlich, das Wunschkonzert wäre jetzt natürlich hier, wenn wir einmal von da oben darunter auf die 323. Das wäre natürlich mal sehr nett vom DAX, wenn er das mal in der ersten Stunde gleich machen würde. Und mit seitwärts dürfen sich dann die anderen, also nicht wir natürlich und nicht die Teilnehmer hier, aber der Rest von den Marktteilnehmern dürfen sich dann gerne mit dem Seitwärts bis heute Abend von mir aus rumschlagen. Das wäre natürlich so mein Wunschszenario, aber das heißt ja natürlich gar nichts. Aber versuchen kann man es ja mal. Brauche jetzt natürlich immer so ein bisschen Dampf. Das heißt, wir müssen jetzt hier noch mal erstmal zurück in die Value Area an der Stelle. Bisschen kleiner. Heißt aber umgekehrt eben auch, die letzte 15 Minuten Kerze muss eliminiert werden. Das ist natürlich auch nicht so einfach. Aber die fängt eben hier unten an um 9 Uhr. Und es wird zumindest mal denkbar. Ich kann ja mal, habe ich jetzt gar nicht gemacht, ein paar Sachen mal hier einblenden. pH. Mal gucken, ob ich hier irgendwas an. Ja, Vortagesfibo. Okay, so ein bisschen überrannt. Die scheint uns gerade irgendwie nicht weiter zu bringen. Ja, der wäre dann halt hier drunter. Ja, das sehe ich momentan irgendwie nicht wirklich, was uns da weiter hilft. So, jetzt ist natürlich hier ein bisschen spannend an der Stelle, weil man sieht hier schon irgendwie aus dem F-DAX jetzt halt hier, ja, da ist es schon wieder weg, eine größere Order. Kann entsprechend fake gewesen sein.
aber insgesamt ist das Ganze hier relativ ausgeglichen, ne? Und so verhält sich der Markt ja halt auch gerade. Das heißt, wir haben ein paar Verkäufer hier oben, aber nicht wirklich Dampf auf dem Kessel. Und was er jetzt halt hier gemacht hat, ist einfach tatsächlich hier nur auch im Minutenchart sogar hier auf dem ersten Hoch aufgesetzt. Und Hintergrund zeichne ich halt, also für die, die es nicht kennen, aber ich glaube, die meisten kennen das ja hier, nämlich im Hintergrund. Also ich habe hier das X-Frame drin, das heißt, ich kann hier Kerzen zusammenfassen. Bin jetzt hier zwar im Minutenchart, zeige mir im Hintergrund aber jetzt eben hier noch die 5 Minuten Kerzen an. Das kann ich natürlich auch mit allen anderen Timeframes machen. Das heißt, ich kann hier genauso gut eine 15 eingeben. Und dann sehe ich im Hintergrund die 15 Minuten Kerze und im Vordergrund meinen 1 Minuten Chart. So, tritt ganz schön auf der Stelle hier oben. Können Sie sich natürlich ruhig mal ein bisschen mehr bemühen. Bei mir fährt einer rückwärts, hört man das? Da Yes. piepst es gerade, das ist irgendwie ein LKW. Wenn das stört, mache ich die Tür da hinten mal ein bisschen dichter zu. Die ist nämlich nur angelehnt. Moment, ich mach das mal eben. Sekunde bitte. Nelson, wo ist der Spruch? Ganz schön lange Wohnung hast du, große Wohnung. Ja, das war, ich muss ja vom Ostflügel in den Westflügel, weißt du? Und das dauert schon mal ein bisschen. Ich musste ja gerade einer meiner zahlreichen Bediensteten Bescheid sagen. Und die war halt im Mittelflur, der den Ost- und den Westflügel verbindet. Ich habe die Tür natürlich nicht selber zugemacht. Wahnsinn. Ja, das ist die Problemchen der Dekadenz, ne? Kennen wir ja alle. Natürlich. Ich hoffe, das nimmt jetzt bitte hier keiner ernst. Es sind ja auch durchaus mal Teilnehmer dabei, die mich nicht kennen. Und von daher. So, was ist denn jetzt hier? Wir werden wohl hier ein paar Punkte Reaktion kriegen. Kann ja jetzt nicht wahr sein, dass hier ein 5-Punkte-Range da halt die ganze Zeit rumsteht. Wenigstens einmal hier runter nochmal. Also sitzt zwar hier auf dem Value Area High zwar auf, aber das ist irgendwie. Mir noch ein bisschen zu wenig Bewegung hier. Also so eine Etage tiefer darf der schon mal, ob er jetzt halt hier unten dann auf dem Peak halt nochmal läuft. Als Beispiel hierher das Zwischenhoch und auch, was ja hier entsprechend vorhin der Rücklauf war, das steht auf dem anderen Blatt. Aber das wäre natürlich halt eine Anlaufstelle, wenn die erreicht wird, wo es dann natürlich dann auch, dort wird es dann eigentlich auch spannend. Das heißt, wenn wir da nochmal hinlaufen, und dann wird sich ja zeigen, ob hier die Käufer dann nochmal da sind oder ob das nicht doch erstmal nach unten eine Runde geht. Aber das hier jetzt 5 Punkte rauf und runter, das ist so ein bisschen unnötig gerade. Tja, wer weiß jetzt auch nicht, ne? Bewegen muss er sich von selber. Kann man noch Fragen stellen oder gibt es noch ein Desktop-Webinar? Fragt der Hubert. Fragen stellen. Kann man. Sorry, ich muss hier gerade schmunzeln, wenn ich so einige Kommentare hier durchlese. Ja klar, kann man Fragen stellen. Solange es jetzt nicht irgendwie zu spezifisch zu irgendwelchen Geschichten im Stereo-Trader ist, sondern wir halt beim Markt bleiben, weil zum Stereo-Trader
Da gibt es ja heute Abend schon wieder ein Webinar, ne? Nelson, wir sind heute Abend schon wieder zusammen um 18:30 Uhr. So sieht's aus. Das ist halt momentan der Webinar-Marathon gerade. Deswegen würde ich dann nämlich eher sagen, dann lieber heute Abend nochmal, wenn es darum geht. Na, Lutz, das war auch ein Wink mit dem Zaunpfahl. Ja, und alle anderen, die hier in die Richtung gehen. Kannst du was zum DAO sagen, vielleicht in der Zwischenzeit? Ja, das kann ich mal machen, weil ich den erstmal angucken auf der anderen Seite. Kann nicht machen. Den habe ich nur jetzt hier nicht wirklich vorbereitet. Ich muss nur hier den DAX im Auge behalten auf dem anderen Chart. Genau, der DAO, da hatte ich die 238, Moment, die zeichne ich hier gerade mal ein, damit man die auch erkennt. So, das ist eine Marke aus dem Block, die 238. Und wie man sieht, da hat er schon ein paar Stunden jetzt mit zu kämpfen. Da hat er auch einmal genau reingestochen und mehr halt noch nicht. So, und der hat natürlich das gleiche Problem, ja. Also, beziehungsweise nicht das gleiche. Der DAX ist natürlich ein Fall für sich. Aber generell halt hier jetzt zumindest mal kurzfristig könnte der DAO entsprechend halt hier auch seitwärts tingeln. Ne? Auch aus dem gleichen Grund hat keine neuen Hochs hier auch gestern nicht gemacht. Das hier waren jetzt die letzten Supports. Deswegen bemesse ich der 238 auch entsprechend ein bisschen Bedeutung zu. Da war ich auch nicht der Einzige, wie man sieht. Und die Asiaten haben das genauso gesehen. Und von daher, der kann natürlich halt auch hier nochmal, also der steht hier einfach vor dem gleichen Problem, ja. Hier war der letzte Support auf der Oberseite, der aber keine neuen Hochs gebracht hat. Kommen halt hier, haben das auch nochmal in Wellen aufdröselt, hier an der Stelle runter, von da bis da, kein neues Hoch, hier aber auch kein neues Tief. So, und das ist natürlich halt hier ganz klar das Problem vom DAO. Das heißt, der muss sich hier jetzt einfach entscheiden, gibt es da oben einen neuen Angriff auf die letzten Hochs da oben und geht oben durch, oder wird halt hier jetzt diese Abwärtsbewegung fortgesetzt? Ich bin da schon eigentlich eher der Meinung, wobei das natürlich nur Meinung ist, ja, Meinung immer ganz gefährliches Wort beim Trading, aber ich versuche es mal anders zu formulieren. Die Chance ist schon nicht klein, dass wir halt aufgrund der Tatsache, weil wir hier oben so lange halt entsprechend auch gestanden haben, nicht weitergekommen sind und weil wir halt hier unten auch die Tiefs angetestet haben und auch hier die letzten Supports gerade nochmal halt irgendwie auch hier runterverkauft werden, dass wir auch da mal eine Etage tiefer gehen und dann vielleicht auch mal heute mal unter die 27 wieder kommen. Und dann hätten wir ja, glaube ich, also wenn man das einfach mal nach Wellenlogik halt macht, dann hätten wir hier halt ja auch eine dreiwellige Korrektur. Ja. Ich bin zwar kein großer Freund von sowas, aber bin natürlich auch nicht blind. Und man kann es ja schon hier und da mal beobachten, dass das Ganze funktioniert. Das heißt, hier fehlt eigentlich ein tieferes Tief. Und was halt aber auch unbeantwortet ist, für meine Begriffe so ein bisschen, ist der ganze Bereich hier, also dieser Ausbruchsbereich. Wir haben hier immer noch die 877 und die 766. Da ist er einfach drüber und dann auf Nimmerwiedersehen. Das funktioniert ja so meistens nicht, sondern in der Regel ist ja schon so, dass es früher oder später nochmal getestet wird. Und hier sieht es eher nach früher aus, als nach später. Und das heißt, kann man shorten, wenn man will. Gut, die 3,8, die hätten wir jetzt tatsächlich auch im Webinar machen können, ist aber jetzt nicht schlimm. Ich habe mich jetzt auf den DAX ja konzentriert. Das ist okay. Es braucht natürlich auch hier ein bisschen Druck trotz allem, ja. Weil wir hier einfach auch die 27.066, wo kommen die eigentlich her? Weil wir die halt auch nicht unterboten haben, sondern dort halt eben kurz vorher gestrandet sind. Das heißt, erstmal potenziell hier ganz klar seitwärts. In der Range, in einer überschaubaren Range hier auch von irgendwie 60 Punkten. Und aber wenn da halt so weiter ein bisschen Dampf aufkommt und wir hier nochmal unter die 177, 180, die auch gestern hier deutlich umkämpft waren, wenn da nochmal drunter fallen, dann rechne ich auch, dass wir hier unten den Bereich mal testen und zum Beispiel halt hier, kann mal gucken, das war der letzte markante Punkt,
dass wir nochmal halt irgendwie 27, 10, 9, 5, 7 dann auch mal sehen, relativ schnell. Es sei denn, und das ist halt immer der entscheidende Punkt, deswegen sage ich auch immer, Meinung ist eine ganz gefährliche Sache und die eigentlich überhaupt gar keinen interessieren sollte, sondern entscheidend ist ja immer, wie geht der Markt damit um? Und wenn wir natürlich so eine Geschichte wie hier jetzt zurückkaufen und der Stundenchart oder die Stundenkerze da oben drin schließt, wieder in dieser Range, ja, dann ist natürlich die Chance gleichzeitig groß, dass wir von da nochmal starten und dann halt eben nochmal einen Angriff auf der Oberseite dann halt eben haben. Deswegen Meinung, ja, meine Meinung, dass der jetzt hier runtergehen könnte, die ist total egal. Und ich habe auch immer so ein bisschen den Eindruck, dass in der Gruppe, dass einige so ein bisschen falsch verstehen, wenn ich halt sage, so mich interessieren Meinungen nicht, ja. Das ist noch gar nicht mal gemeint irgendwie oder bezogen auf Meinungen von anderen. Natürlich, die interessieren mich auch nicht, aber was halt noch viel, viel wichtiger ist, mich interessiert nicht mal meine eigene Meinung. Das ist das, glaube ich, das Entscheidende. Und das ist auch so was, wo das darf man auch nicht falsch verstehen, wenn ich dann halt irgendwie sage, so, oder wenn es so aussieht, als würde ich keine anderen Meinungen da halt irgendwie akzeptieren. Weil den Markt interessiert die unsere Meinung auch nicht, ja. Und das spielt alles gar keine Rolle, Meinungen. Wichtig ist, dass man einen Handelsansatz hat, den man nachvollziehen kann. Und der entsprechend auch einen positiven Erwartungswert hat. Und der ganze Rest ist einfach völlig egal, ja. Auch alles, was ich hier von mir gebe, wenn ich der Meinung bin, der könnte dies oder das, das ist total egal. Es braucht einen Trigger. Ein Trigger heißt einfach nur, ich brauche eine Bestätigung in irgendeiner Form, die mir dann sagt, okay, das macht immer noch Sinn. Oder umgekehrt, die mir dann sagt, ich glaube, das macht keinen Sinn mehr. Und dann muss ich das halt kippen, ne? Und das meine ich halt immer damit. Deswegen, da darf mir dann auch keiner böse sein, wenn ich dann halt irgendwelche Aussagen dann auch gerne mal irgendwie vom Tisch fege, weil ich es mit meinen eigenen Meinungen eben ja auch nicht anders mache. Das ist, glaube ich, auch nicht so unwichtig. So, also das ist halt die Chance, die wir halt hier haben, die 238. Wie man sieht, reagiert hier halt relativ deutlich hier auch an der Stelle. Und da muss man jetzt, wie gesagt, mal gucken, was jetzt passiert. Kriegen wir nochmal die 177? Wenn ja, dann halt gucken, schließen wir da drunter. Und wenn man sich das Bild dann halt mal vorstellt, dann sieht man ja halt hier immer wieder Abverkäufe. Ja, wenn das so kommen sollte. Und dann ist halt auch nur konsequent, wenn wir dann halt hier nochmal einen hinterher bekommen. Und interessant wird es dann halt natürlich hier unten an dem Tief von gestern, also bei der 27.100. Die sollte man sich dann schon ein bisschen genauer angucken. Und sobald wir aber hier das nochmal angehen, dann kann das auch mal kurz mal 100 Punkte, 150 Punkte am Stück tiefer gehen. Ansonsten zusammengefasst, wenn wir hier oben drüber wieder schließen sollten, dann sollte man eher damit rechnen, dass wir hier oben auch ein neues Hoch kriegen. Ob das dann für ein ATH reicht, also für ein Allzeithoch, da steht natürlich auf einer ganz anderen, auf einer ganz anderen Meinung, wollte ich jetzt sagen. Da steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Meinte ich. So, das ist der DAO, aber jetzt hier auch, ne, die 3,8. Ja, habe ich jetzt leider so ein bisschen verpasst, aber das ist okay. Bleiben wir erstmal beim Kollegen DAX. So, der hängt hier immer noch an der gleichen Stelle. Halbe Stunde ist um, hier muss ich noch irgendwie wahrscheinlich ein paar Geschichten erzählen, bis der hier mal, bis da mal ein bisschen mehr nachkommt. Erstmal sieht es okay aus, aber immer noch nicht wirklich short, ne? Weil es hat nichts passiert. Wir haben halt hier die Eröffnung, 15 Minuten, die erste 15-Minuten-Kerze, die ist natürlich schon recht massiv und da kam nicht viel hinterher, ne? Also hier so, das ist halt nur ein Innenstäbchen, was wir hier haben. Die 30-Minuten-Kerze sieht natürlich entsprechend aus, ja? Also eigentlich jetzt ja nur wie die aktuelle Stundenkerze, so wie sie sich hier gerade darstellt. Mehr ist da halt auch noch nicht. Und deswegen muss man jetzt schon irgendwie mal gucken, wie man damit umgeht. Wer DAX liebt es ja auch, so zu tun, als käme da nichts mehr. Und dann werden oben mal kurz die Stops gefischt und dann geht es wieder zurück auf Anfang. Da muss man bei dem immer so ein bisschen auf der Hut sein. Deswegen bin ich da auch eigentlich immer schon eher ein Freund davon zu sagen, na gut, schiebt den Stop mal ein paar Punkte drüber.
beziehungsweise oder lass mich ausstoppen und bin da aber halt auch nicht zimperlich, wenn es darum geht, eine Position halt nochmal reinzugeben. Weil das kann natürlich hier jetzt schon kommen. Auf der anderen Seite, das ist das hier, was wir jetzt gerade sehen, die Kerze im Hintergrund, das ist die aktuelle sich aufbauende 30-Minuten-Kerze. Aber wie gesagt, das Ganze hat ja auch immer so ein bisschen Zeit, wenn man hier halt im Stundenchart unterwegs ist. Also ich halte es schon für machbar, auch wenn es jetzt vielleicht nicht ab der Stelle kommt, aber darf halt nicht vergessen, das, was wir da haben, ist ein Platzhalter für die Stundenkerze. Nicht mehr, nicht weniger. Die kann natürlich genauso gut hier unten enden oder eben da oben drüber. Und ich versuche natürlich halt irgendwo mir vorzustellen, wie sie ins Gesamtbild halt reinpasst. Ich kann aber auch den Stundenchart hier mal nochmal ganz aufmachen, dann sieht man es ja ein bisschen besser. Also hier entsprechend Reaktion, wie erwartet an der Stelle. Und wünschenswert wäre natürlich schon, wenn wir jetzt hier einmal zumindest auf Anfang zurücklaufen. Aber generell ist das ja halt genauso, wie ich es ja eben halt auch beschrieben habe, dass wir hier oben natürlich halt entsprechend ein bisschen, dass da ein paar Verkäufer kommen. Aber wie nachhaltig die jetzt halt hier agieren, da steht natürlich auch wieder auf dem anderen Blatt. Also da muss man gucken. Aber sowas kann man natürlich handeln für ein paar Punkte. Nur was halt eben jetzt, was mich sehr erstaunt hätte, wenn wir in einem Rutsch ja hier ohne Gegenbewegung da oben hingelaufen wären. Das ist dann schon eher selten, außer irgendwie ein Draghi oder sonst wer haut mal irgendwas halt raus und wo dann plötzlich irgendwie alle motiviert sind, irgendwie alles zu kaufen. Dann kann sowas schon mal kommen, aber jetzt im normalen Handel, zur normalen Eröffnung eigentlich nicht. Und auch wenn wir jetzt hier, also nochmal für mich der Trigger wirklich für Long da oben raus, der ist hier noch, der wäre für mich noch lange nicht gezogen hier an der Stelle. Vielleicht, wenn man Stundenschlusskurs über 410 bekommt, der halt wirklich deutlich da oben drüber steht, dann würde ich dann sagen, gut, dann sollte man sich mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass wir halt die Oberseite von der Range nochmal kommen, nochmal, dass die nochmal gehandelt wird und nochmal auf der Oberseite versucht wird. Aber ob das Ding dann wirklich halt von da aus long geht, weiß ich nicht. Ne? Aber das wäre zumindest dann mal, wo ich sage, okay, jetzt hier wird es jetzt erstmal kritisch, vielleicht mal irgendwie kurz warten. Ansonsten generell erwarte ich, dass wir halt hier jetzt, dass halt ein bisschen mehr Verkaufsdruck aufkommen sollte. Ob das jetzt innerhalb der Stunde oder im Laufe des Tages passiert, steht auf dem anderen Blatt. Das habe ich jetzt heute schon ein bisschen viel verwendet, ne? Den Ausdruck steht auf dem anderen Blatt. Also, ob das jetzt kommt in der Stunde oder im Laufe des Tages, kann ich so nicht einschätzen, wird man sehen müssen. Aber generell, das hier ist halt unverändert erstmal die potenzielle Range. Und die schon gerne einmal von oben bis unten natürlich auch im Laufe des Tages halt sehen würde. Also, und da gibt es jetzt erstmal nichts irgendwie dran zu zweifeln, zumindest jetzt nicht. Und sondern wie gesagt, erst wenn wir hier oben deutlich irgendwie drüber schließen, dann würde ich an die Range erstmal gedanklichen Haken machen. Aber solange wir hier Reaktion haben, ist das völlig in Ordnung. Und deswegen machbar wäre jetzt halt hier zum Beispiel auch, das steht mir alles hier so ein bisschen zu sehr in der Luft hier. Und das hier ist übrigens der EMA 200, auf den ich ja gewohnterweise eigentlich nicht viel gebe. Trotzdem wird es halt hier Sinn machen, wenn wir da halt einmal auch zurücklaufen. Und das heißt ja, hieß ja dann auch eben kurz unter die Öffnung und dann wären wir eben auch schon fast auf der Unterseite von der Range. Und das wäre halt schon denkbar. Aber das ist natürlich nochmal Stundenchart und nicht irgendwie 5-Minuten-Chart. Deswegen muss man, wenn man das so machen möchte, auch entsprechend Geduld mitbringen. Aber das hier ist jetzt wirklich langsam ein bisschen traurig, ne? So 5 Punkte hin und her. Das ist echt, da könnte es mal ein bisschen mehr kommen. Also eine Bewegung nach unten. Da passiert heute nicht mehr viel. Bitte? Ich sag, da passiert jetzt nicht mehr viel, glaube ich. Nee, das ist irgendwie, sind alle eingeschlafen.
kann halt sein, dass wir jetzt dann um Punkt 10 nochmal einen Impuls kriegen. Ich würde halt am liebsten auch versuchen, irgendwie vor 10 da halt irgendwie raus zu sein, weil dann kann es nämlich echt sein, wenn um 10 Uhr irgendwie oder kurz vor 10 der letzte Impuls kommt, dass danach erstmal gar nichts mehr kommt. Sowohl nicht in die eine als auch in die andere Richtung. Und dann kleben wir in der Position halt hier fest. Und das wäre natürlich so der ungünstigste Fall. Das heißt dann nicht, dass es nicht aufgeht immer noch, aber jetzt halt hier nur für das Timing vom Webinar wäre es halt ein bisschen ungünstig. Alles ja wirklich hier, naja, ich will mich nicht beschweren, wir hatten es schon öfters, dass keine Bewegung da war, kann es nicht erzwingen. Das hat übrigens auch mit dem Sommerloch irgendwie nicht wirklich was zu tun. Sommerloch heißt ja nur, wir haben wenig Volumen, aber wenig Volumen kann auch bedeuten sehr hohe Vola. Von daher, das ist nicht der Punkt. So, dann ist wenigstens hier einmal kurz drunter. Hier unten sind auch ein paar Käufer mehr, so wie es aussieht. Die VA hat sich jetzt, also die Value Area hat sich hier auch verschoben. Wir sind mittlerweile wieder drin und nicht mehr außerhalb, aber eben auch nur in einer Minute. Und da klemmt er jetzt einfach die ganze Zeit halt fest. Ne? Aber nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt hier drunter laufen, dann sollten wir eigentlich schon den POC auch nochmal sehen, also den Point of Control. Und damit eben auch die Eröffnung. Aber muss er auch machen, ne? Hier 3 Punkte plus die ganze Zeit. Bringt jetzt nicht so wahnsinnig viel. Vor allen Dingen nicht mit der Teilposition. Aber gucken wir mal. Der Dow klebt aber auf der anderen Seite. Ich sehe das ja halt hier auf dem anderen Bildschirm wirklich genauso fest. Hat ja aber auch die ganze Nacht jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig viel Bewegung da gehabt. Ja, was machen wir? Sollen wir abstimmen? Könnten wir auch mal machen, Position zumachen oder dranbleiben. Das Ergebnis bin ich gespannt. Naja, das wäre allerdings mal spannend. Also es ist halt wirklich, also ich meine, in so einer Range ist das wirklich übel. Das kann man ja auch nicht handeln, ja. 5 Punkte rauf und runter, wenn überhaupt hier an der Stelle. So 20 rauf und runter ist super, aber 5 rauf und runter, das ist halt echt mittlere Katastrophe. Man sieht halt, hier unten will keiner verkaufen, hier oben will keiner kaufen. Aber was soll ich denn damit machen? Wenn das halt, wie gesagt, in der größeren Range ist, irgendwie 20 Punkte, dann kann ich das ja auch werten und kann es ja auch handeln. Oder handeln lassen von einer von den Funktionen vom Stereotrader. Aber hier mit den 5 Punkten, das ist natürlich, da kann ich nichts mehr anfangen. Kann ich jetzt würfeln, ja? So. Geht jetzt hoch oder geht jetzt runter? Mehr irgendwie, aber auch nicht. BE, sagt der Carsten. Ganz, also BE meint, ist natürlich damit gemeint, hier Break-Even absichern. Das nutzt mir nichts an der Stelle, weil wir haben ja halt hier, sieht man ja, er stößt ja immer wieder genau an die 9,4 halt dran, wo ja halt auch mein Break-Even fast genau ist. Das bringt nichts. Also wenn ich halt, wenn ich das Ding hier machen will, nutzt mir BE nichts, sondern ich muss ja meinen Stop immer nach dem Markt legen und nicht irgendwie nach meinem persönlichen Wohlbefinden. Und man sieht ja hier, ja, da gibt es ja noch irgendwie diverse Positionen, ja, also beziehungsweise diverse Orders, die hier immer wieder ausgeführt werden. Und wenn ich mich hier an der Stelle entscheiden würde, BE, dann würde ich an der Stelle einfach rausgehen. Dann habe ich nämlich wenigstens irgendwie 4 Punkte statt 0 Punkte. Aber das bringt nichts. BE kann man dann setzen, wenn wir hier ein neues Tief kriegen. Und weil aus dem einfachen Grund, es kann sein, dass halt hier einfach einer nur jemand drauf wartet oder eine Position drauf wartet, ein Automat oder was auch immer, auf 5 Punkte tiefer, ja, und dann halt eben da oben durchprescht. Das kann sein, deswegen wäre das ein guter Grund für BE. Und weiterhin wäre es eben auch so, falls dem nicht so ist, dann haben wir nämlich hier genau den Peak an unserem BE, den letzten hier im Minutenchart, und dann müsste man
beobachten, ob das halt unten rausgeht, dann macht es Sinn. Nur solange wir jetzt halt hier 5 Punkte rauf und runter und wieder immer wieder da dran stoßen, macht es für meine Begriffe gar keinen Sinn, hier BE zu gehen. Oh, das sitzt aber echt da so. Langsam ist übertrieben, oder? Also es wird halt mit irgendeinem Impuls auflösen. Also jetzt entweder mit 1945, beziehungsweise kurz danach, oder tatsächlich mit der 10 Uhr. Ne? Also einer von denen wird es wohl wahrscheinlich machen. Zwar viele Fragen im Chat, aber die beziehen sich tatsächlich alle auf den Steel Trader und auf die neue Version kann man ja dann auf heute Abend Ja. verschieben. Muss es hier, ja, genau. Gerade jemand geschrieben hat nicht aktualisiert. Muss ich mir nochmal angucken. Klar haben wir jetzt hier natürlich den Point of Control. Das heißt, hier ist der meiste Umsatz, sieht man natürlich aber auch mit bloßem Auge jetzt an der Stelle. Jetzt hätte natürlich jetzt hier, weiß ich jetzt nicht, ob das automatisch hätte aktualisieren müssen, muss ich mal gucken. Ich habe nämlich jetzt hier nur gerade manuell aktualisiert. Und eigentlich geht das aber von selber. Tja, mein Gott. So, 30 Sekunden, die gucken wir uns jetzt mal an. Ob wir da jetzt mit der 15 Minuten Kerze einen Impuls kriegen. Das habe ich hier, glaube ich, eh schon. Habe ich das voreingestellt? Gerade mal gucken. BE safe nach 10 Punkten. Ja, gut, ist ein bisschen 6, 7, 6. Machen wir nach 15. So. Und den Trail würde ich mal hier unten drauflegen. Also ein bisschen was haben wir jetzt halt hier. Also nicht wirklich, ne? Aber hat, was man ja halt gesehen hat, ist wirklich die Kerze auf dem letzten Drücker irgendwie nochmal nach rot gedreht hier. Das war der Impuls, wenn man das überhaupt so bezeichnen kann, irgendwie mit 4,5 Punkten. Das ist natürlich echt nichts. Aber nichtsdestotrotz, um Punkt 45 kam die ganze Geschichte. So, wie gesagt, wenn er jetzt runtergeht und dann wird er ohnehin automatisch Break-Even gesetzt, wenn wir hier ein neues Tief kriegen. Also, das war jetzt halt hier ein Tick. Ich hoffe ja mal stark, dass da noch ein bisschen was hinterherkommt. Das habe ich hier gerade eingestellt auf 15 Punkte. Also, sobald die Position 15 Punkte vorne liegt, wird hier automatisch Break-Even abgesichert, wobei man es hier jetzt natürlich auch langsam manuell machen könnte. Aber ich bin immer auch ein Freund von Automatik. So, das müsste eigentlich gleich kommen. Hier ist es eine relativ große Order oder war da zumindest. Die ist schon mal nicht mehr da. Ne, so eingestellt, also hier fehlen jetzt einfach ein paar Punkte. Ich mache das jetzt manuell. So, weil hier ist es jetzt halt sinnvoll, ne? Weil hier wird sich jetzt einfach halt zeigen, ob es das dann halt gewesen ist. Den höchsten Punkt hier, weil wenn man das mal als Range betrachtet im M1 und den höchsten Punkt von der Range, den brauche ich jetzt nicht nochmal hier an der Stelle, sondern wir verlassen ja gerade die Range im M1 nach unten und da will ich natürlich jetzt nicht, da macht es keinen Sinn mehr, den Stop noch höher liegen zu lassen, weil entweder ist das jetzt hier fake. So, jetzt hat er es gemacht, im Hintergrund auch noch Break-Even plus 2, wie man sieht. Und jetzt gucken wir uns den Bereich hier höchstwahrscheinlich nochmal an. Und dann wird sich dann halt auf den letzten Drücker entscheiden. Deswegen ist es vom Timing jetzt gar nicht so schlecht. Also wenn wir das hier nochmal sehen und da drunter laufen, dann drehen wir wahrscheinlich die Stundenkerze einmal auf Rot.
Also die Chance ist schon recht groß. Es sei denn, hier kommt jetzt nichts mehr nach. Aber wir werden es gleich rausfinden. Mit dem Gap. Okay. Hier geht jetzt der Trailing Stop rein an der Stelle. Sobald der Ask hier drunter ist, ne, steht ja auch da der Trailing Beginn. Das heißt, sobald er jetzt da drunter spuckt, kleben wir dahinter. Ne? So sieht man. So. Das heißt, der Bereich wird jetzt nochmal umkämpft. Ich gehe jetzt aber hier raus. Wenn das nicht am Stück macht, ist nicht schlimm. Und nehme die Punkte mit. Aber wenn wir hier jetzt nochmal ein Stück weit deutlicher drunter laufen, werden wir sehen, so, die Position ist erstmal raus. Und dann werden wir die Kerze hier auch auf grün drehen. Ich habe leider hier das Problem, das habe aber irgendwie nur ich. Das könnte natürlich hier in meinen Versuchsdaten liegen, dass ich halt hier irgendwie meine Trades in der Statistik nicht richtig erfasst bekomme. Das ist halt so ein bisschen schade. Aber das ist der Grund, warum ich das hier gerade nicht aufhabe, da hätte man natürlich genau sehen können. Also bis jetzt hat es irgendwie noch keiner gehabt. Wenn es noch einer hat, bitte mal irgendwie mitteilen. Und ist natürlich. Aber ich bin immer froh, wenn es mich trifft und nicht andere. Ist kein Beinbruch, aber das darf natürlich auch nicht sein. So, was haben wir jetzt hier gehabt? 94 bis 70, 24 Punkte. Davor waren es auch irgendwie nochmal 2, 3. Und ich glaube, das ist ja ganz okay, ne? Also, ich meine, das ist natürlich für mich immer das Schönste, wenn halt irgendwie, wenn ich halt nicht nur zeigen kann, warum, weshalb, wieso und die Sachen nachher aufgehen, sondern natürlich, wenn es beides dann halt auch funktioniert in so einem Webinar. Also einmal halt den Widerstandsbereich erklären und dann natürlich auch noch in der Zeit vom Webinar das Ganze dann auch aufgeht. Das ist natürlich der Punkt, den kann ich nicht beeinflussen, ja. Auch wenn halt irgendwie die Bereiche oder halt die Ideen in den seltensten Fällen oder ich will es auch nicht übertreiben, aber meistens stimmt es ja. Und aber viele, glaube ich, haben dann auch nicht die Geduld oder nicht das Interesse mehr oder gerade Anfänger neigen dann oft dazu, irgendwie zu schnell irgendwie wegzugucken. Aber wenn man sich das mal nachher im Nachhinein anguckt, nach solchen Webinaren, das funktioniert schon sehr, sehr, sehr oft. Das ist nur eben, wie gesagt, der zeitliche Faktor, den kann ich halt nicht beeinflussen und dass das jetzt innerhalb von so einer Stunde aufgeht, das ist natürlich sehr wünschenswert, aber hat eben auch nicht Abruf oder auf nicht bestellbar, on demand, wäre der englische Begriff, der deutsche fällt mir gerade nicht ein dafür. So, also hier sieht man ja ganz deutlich, ne, das letzte Tief nochmal ist auch jetzt hier das Value Area Low, da hat er einmal kurz drunter gefaked, aber das ist natürlich so ein bisschen der Entscheidungspunkt. Wenn wir da halt deutlicher drunter kommen, dann drehen wir die Kerze einmal auf Rot. Und dann ist auch die Chance groß, dass wir die 2, 3 hier sehen. Und dann, wie gesagt, Rest vom Tag, großes Fragezeichen. Aber gut, hat ja gepasst soweit. Und auf Deutsch wäre Just in Time, genau. Also On Demand heißt zu Deutsch Just in Time. Auch wieder was gelernt, sehr gut jetzt. Okay, nein, aber ich glaube, hat jeder verstanden, was ich damit sagen wollte, ne? Also Ideen ist die eine Sache, Handeln nochmal das ganz andere, aber das Timing, das auch dann durchzuhalten und zu begleiten, das ist nochmal der dritte Punkt. So, aber ich wäre von meiner Seite jetzt auch soweit durch. Wie gesagt, wir haben ja auch noch Webinar heute und heute Abend um 18:30 mit FX Flat und mit dem Orkan. Da geht es um das VPOC-Add-on, dass wir da nochmal zeigen werden, was halt hier das Volumenprofil und so weiter halt ergänzt und erweitert. Und aber da kann der Orkan heute Abend ein bisschen mehr selber noch dazu erzählen. An der Stelle sage ich mal Dankeschön fürs Dabeisein. Und wir haben ja auch fast alle bis zum Schluss durchgehalten. Hat ja auch funktioniert, freut mich. Und ja, ne, wünsche euch dann natürlich erstmal noch einen sonnigen Tag. Passt auf euch auf. Für die, die heute Abend dabei sein wollen, freuen wir uns natürlich sehr und sag an der Stelle Tschüss, aber nicht bevor ich an den Nelson übergeleitet habe und mich natürlich auch dort bedanke hier fürs Webinar. Also Nelson, du darfst sehr gerne das letzte Wort haben. Ja, vielen Dank, Dirk. Du hast alles schon gesagt. Würde mich freuen natürlich, wenn Sie heute Abend auch dabei sind. Und
Bezüglich der Statistik hast du im Chat noch ein paar Rückmeldungen bekommen. Dirk, Genau. vielleicht kannst du dir das nochmal anschauen. Ansonsten vielen Dank für das Webinar. Schön, dass der Trade nur aufgegangen ist in der Zeit. Und ich wünsche bis heute Abend natürlich noch einen erfolgreichen Tag, aber natürlich trotzdem, wenn Sie heute Abend nicht dabei sind, eine schöne Woche noch und passen auf Ihre Trades auf und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Danke.